Ich werde jetzt gleich zeigen, wie ich mehrere Feedback-Dateien auf einmal hochladen kann, ohne dass ich das für jeden einzelnen Nutzer machen muss. Also Aufgabe gestellt. Übrigens sehr cooler Song, Same Love von Macklemore. Mal reinziehen. Ich gehe hier auf alle Abgaben anzeigen und ne, sehe dann hier, ich könnte hier auf Bewerten gehen und Bearbeiten und dies und das. Hier oben aber gleich die Option Bewertungsvorgang, mehrere Feedback-Dateien in einer ZIP-Datei hochladen. Da klicke ich jetzt mal drauf. So, jetzt muss ich natürlich noch eine ZIP-Datei erstellen. Dazu ist wichtig, dass ich, wenn ich vorher alle Feedbacks heruntergeladen habe, und das muss ich machen, dann wurden die automatisch mit einer ID versehen. Das heißt, ich habe jetzt hier, auch wenn das jetzt verwaschen ist, aber ich habe jetzt hier all meine Originalordner, in denen dann die Abgaben meiner Schüler sind, und aus denen mache ich eine ZIP-Datei. Also habe ich jetzt die ZIP-Datei und die ziehe ich hier rein. So, alles klar, habe ich gemacht. Und jetzt klicke ich auf Feedback-Datei importieren. Und er sagt mir jetzt, zack, alles klar, für all die gibt es eine neue Feedback-Datei. Namen habe ich ausgeblendet, ist klar. Aber so kann ich auf einen Schlag für all meine Teilnehmer das hochladen.